Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch zusammen den Basler Adventskalender auspacken. Ich habe ihn selber gekauft, es ist keine finanzierte Werbung. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Die Nummer 1. Dum, dum, dum. Ui, ein Skin Gel Anti-Aging Beauty Booster. Ja. Die Nummer 2 ist von Susanne Kaufmann ein Ölbad Winter mit ein Stückchen Tanne drin. Sehr süß. Richtig wohlig dann zu dieser kalten Jahreszeit. Die Nummer 3. Wo ist die Nummer 3? Wenn man hier nicht immer suchen müsste. Ihr habt es bestimmt schon vor mir gesehen. Ah, da oben ist die Nummer 3. Na, das kriege ich so jetzt nicht raus. Mein Hund kommt jetzt auch ins Bild. Oder auch nicht? Nee, ich glaube, man sieht ihn nicht. Ui, was haben wir denn hier von Biodroga Golden Kaviar? Eine Anti-Falten- und Anti-Aging-Schlafcreme-Serum. Wow, Serum und Creme. Die Nummer 4. So. Ui. Von Wella ein Trockenshampoo. Ah, da ist der Kopf. Man kann ihn mehrmals wegschicken, aber nein, er muss trotzdem hier durchhuschen. So, die Nummer 5. Ah, da ist sie. Na, da brauche ich mal eine kleine Hilfe. So. Ui, was haben wir denn hier? Von The Organic Pharmacy, eine Kollagenmaske. Energies and Glow, Kollagen DMA Black Currant für alle Hauttypen. Sagt mir gar nichts, diese Marke. Sagt es euch was? Kennen sie noch nicht. So, bin ich mal gespannt, ob an Nikolaus was Besonderes dran ist. Dun, 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 dun. Ui. Von Klinik eine Mascara. Ja, Klinik, also die Marke liebe ich eigentlich. Schöne Sachen haben die. Und auch schön verträglich und auch wirkungsvoll. So, die Nummer 7. Da ist sie. Ich finde auch die Farbe so schön zart, so mädchenhaft. Was haben wir denn hier von Lacoste Pour Femme Timeless? Eine Bodylotion. Riecht auch schon richtig durch, obwohl es noch zu ist. Die Nummer 8. Eieiei. Na, kommst du raus? Dum, 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 dum. Was haben wir denn hier drin? In der 8 haben wir von BioEffekt EGF Serum, zellaktivierendes Serum. Nicht schlecht. Ich liebe ja so Serien. Ne? So, weiter geht's mit der Nummer 9. Du kommst raus. Jawohl. Was haben wir hier von, von Barbour. Skinovage, ein Moisturizer Cream. Rich. Also eine reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Creme von Barbour. Wow. Barbour ist auch eine sehr teure Marke. So, weiter geht's mit der Nummer 10. Ah, mal eine etwas andere Form. So, ein von Wella
System Professional, ein Repair Shampoo. Praktisch, wenn man irgendwo hinfährt, ne? Dann braucht man nicht so eine ganze Tube hinfahren. Normalerweise, viele verreisen ja auch zum Kurzurlaub, ob es dies ja irgendwie geht. Normalerweise machen wir es ja auch, aber dank Corona schauen wir mal, wie es dann im Dezember ist. So, die Nummer 11. Aha, von Ahava, Time to Clear. Eine Maske, eine reinigende Maske. Die Nummer 12. Da ist sie. Eieiei. Na, kriege ich das so raus? Jawohl. Ui, gleich zweimal. Invisibubbles. Einmal so. Durchsichtige mit so einem leichten Silberschimmer. Und welche mit Goldschimmer. Also anfangs habe ich die jetzt gar nicht gemacht. Und die letzte Zeit trage ich sie eigentlich nur noch. Von daher kann man davon eh immer welche gebrauchen. Notfalls kann man die auch verschenken. 12, die 13. Das. So. Was haben wir da Schönes? Ui. Von Hugo Boss ein Duschgel. Das ist dann auch mal was für einen Mann mit dabei. Kann man gleich... ein kleines Weihnachtsgeschenkchen schon mit dabei. Die 14. Die 14. Oder halt für den Mann, wenn man dann verreisen sollte. Wo ist die 14? Die 14. Da ist er. Ui, so groß. Ich hab's nicht gesehen. Ui, was haben wir denn hier? Von Elisabeth Arden. Vitamin C Ceramidkapseln. So sieht es dann aus. Na, kommt er ja raus. Eieiei. Wow. So. Ein paar Kapseln. Nicht schlecht. So, die Nummer 15. Wo ist die 15? 15. So. Das ist von, auch wieder vom Vella System Professional, eine Keratin Restore Mask, eine Haarmaske. Kann man immer gebrauchen, gerade jetzt zur kalten Jahreszeit, ne? Da wird ja eh alles so trockener und spröder. Ich merke es dann auch immer gleich bei den Fingern, da braucht man immer viel Handcreme. So, die Nummer 16. 16. Was haben wir hier drin? Ui, von Alcina. Wusste ich gar nicht, dass sie auch dekorative Kosmetik haben. Ein Lip Glow. Auch so eine schöne nudige Farbe. Nude 020. Ja, da bin ich mal gespannt. Die 17. Na, das war 7. 17, da oben haben wir es. Ei. Na, komm schon her. So. Ei. Aber echt, diese Farben, dieses Weiß und dieses zarte Rosa finde ich echt schön. Ui, von Paco Rabanne Pur XS. Das sind dann, ui, zwei Duftproben. Ach, mit so einem Sprüher, aber gleich zwei Stück. Nicht schlecht. Klar, eine größere wäre besser gewesen als so Pröbchen. Aber wenn das die einzigsten Pröbchen sind, sind es auch ein Doppelpack. Da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Die 18. Oh, auch wieder was vom Barbour. Skinovage. Ei, zu der Creme das passende Feuchtigkeitsserum. Naja, das Barbour hat die Duftpröbchen wieder gut gemacht. Die 19.
so langsam kommen wir in den 20er-Bereich und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wo ist die 19? Na, da. Über der 18. 19. Ui. Von Escada. Fleur de Sol. Eine parfümierte Bodylotion. Escada ist eigentlich auch eine schöne Marke. Ich selber hatte zwar noch keinen Duft davon, aber mein Mann. Die 20. Ui, da ist ja was Großes. Da bin ich ja mal gespannt. Ui, gleich zwei Sachen. Was haben wir denn hier? Einmal von Indola Finish Flexibel Hairspray. Ein Haarspray. Und auch wieder von Indola Smooth Treatment. Eine Maske. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ist aber schön, dass da gleich zwei Sachen drin sind. Die Nummer 21. Wo ist die 21? Na, komm. Die letzten paar werde ich doch jetzt wo finden. Ah, die Nummer 21. So, was haben wir denn da? Schönes Ui. Ui, ui. Von Jokebe eine Handcreme. Ja, mal zum Testen. Die Marke sagt mir jetzt so gar nichts. Jokebe. Da lass uns mal überraschen. Ein bisschen klein halt für eine Handcreme, ne? So. 22. Da haben wir von Basler die eigene Marke. Premium Detox Deep Cleanser Shampoo. Ui, ein tiefenreinigendes Shampoo. Das ist auch nicht verkehrt, dass man mal den ganzen Pflege- und Styling-Kram rauswaschen kann. Dass dann das Haar wieder schön leicht ist. Die 23. Das vorletzte Türchen. Ui, passend dazu. Detox Intense Nourisher, ein Conditioner. Die Pflegespülung. Das reicht dann auch für einen Kurztrip von der Größe. So, die 24. Da sind wir ja mal gespannt, was da drin ist. Ui. Von Milchshake Whipped Cream Leave-In Schaum. Oh. Ein Leave-In Conditioner. Die Marke sagt mir jetzt gar nichts. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was der kostet, aber so Leave-In-Sachen habe ich ja eh immer gern. Da lassen wir uns mal überraschen, wie der ist. Also, das war's dann erstmal von mir. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich über ein Abonnement und ein Like. Bis dann, eure Sabrina.